So, servus, guten Abend, der Camper Tobi von der CMT in Stuttgart. Und es ist Mittwochabend und wir haben ganz genau 20.24 Uhr. Da unten seht ihr es, ich muss jetzt dann nachher noch entsorgen fahren. Und Wasser auffüllen ist gerade ausgegangen, Gas wird morgen fällig werden. Das ist das alltägliche Camperleben, das ich so sehr liebe. Und manche sind auch neidisch und zu Recht. Ich dürfte ruhig neidisch sein, ich habe den geilsten Job der Welt. Und ich nehme euch jetzt mit auf den Parkplatz, weil ich jetzt nicht wie immer, wenn ich was zu sagen habe, wo es auch mal um mich geht. Es steht zwar Camper Tobi drauf, aber im Grunde mache ich hier sehr viel für andere. Und ab und zu ist es einfach Zeit. Das ist das tausendste Video fast am Wochenende. Dann wirklich mal wieder diesen ursprünglichen Charakter des Kanals herbeizurufen und die neuen Zuschauer recht herzlich zu begrüßen und vor allem ihnen zu sagen, wie das Ganze entstanden ist. Ich werde immer öfter gefragt und das werde ich ab und zu mal absetzen. Und da ist es jetzt Zeit. Ihr seht, ich gehe aus dem Wohnmobil raus. Entsorgen, das hat jetzt noch 20 Minuten Zeit. Das kann auch ein bisschen dauern, bis ich euch das alles erklärt habe. Es wäre schön, wenn ihr diesem Video wirklich Aufmerksamkeit schenkt. Ich hoffe, ihr versteht mich auch gut. Ich gehe ein bisschen bummeln. Was ich normal in der Stadt mache, wenn ich irgendwo ankomme und beim Händler filme und so weiter. Ich hoffe, der Wind ist nicht so schlimm. Ich zeige euch nur gleich hier am P32 hinter der Halle 1. Da haben wir hier den Presseparkplatz und da kommen wir mal drüber. Einige sind schon gefahren, einige müssen hier arbeiten, weil viele machen den Job auf YouTube auch freiwillig. Hier stehen jetzt zu, ja, ich schätze mal noch 80%, so wie es am Wochenende war, Social Media Kollegen aller Gattungen rum, ob Instagram oder Facebook und Reiseberichte und Tourismus und Wohnmobile. Es dreht sich ja alles hier auf der CMT um diese Themen. Bei mir dreht sich es eher um Fahrzeuge, so hat es angefangen, deswegen filme ich die gern und deswegen seht ihr auch ein paar zur Unterhaltung. Ich hoffe, das ist okay für euch. Hier hat auch keiner Probleme mit dem Kennzeichen, die kennen mich und wir kennen uns und bei uns weiß im Grunde jeder, was er tut und da ist auch bei allen, merke ich, ein Gefühl dabei, eine Diskretion dabei und eine Werbung für unser Lebensgefühl dabei, aber das habe ich ja schon ganz oft gesagt und bei mir ist es ganz speziell so. Vor 3,5 Jahren ging die Geschichte los, die Abonnenten und die mich kennen, die wird es jetzt vielleicht ein bisschen langweilen, weil ich mir gedacht habe, man kann doch das alles transparenter gestalten und schöner machen und warum soll man nicht die digitalen Medien nutzen, um Autos herzuzeigen. Und ich war nie ein Profi und werde nie ein Kameraprofi werden. Ich werde nie ein super Bildschneider werden, weil ich es gar nicht will. Was ich machen will, ist authentisch sein. Einfach so rumbummeln und euch diese Infos rund um Camping mittlerweile nach Hause bringen, eben mit der Geschichte überwiegend Fahrzeuge, dazwischen Entertainment, sage ich jetzt im weitesten Sinne, indem man einfach Startups vorstellt, Firmen, Neuigkeiten, News und das dann immer frisch nach Hause liefert, weil ich kein Freund von diesen Konserven bin. Da habe ich nichts dagegen, jeder sollte seinen Weg verfolgen und ich bin da, Gott sei Dank, habe ich anscheinend unbewusst ein Alleinstellungsmerkmal gefunden, das mich auch sehr freut und ich freue mich auch, wenn die Kollegen das nachmachen, warum denn auch nicht. Und jetzt sind es fast 1000 Videos und es sind 3 Jahre und 4 Monate, glaube ich, jetzt fast vergangen. Schöne Auswahl an Fahrzeugen übrigens. Und jetzt gehen wir weiter gleich direkt zum Thema Camper Thomas. Ja, er ist mein bester Freund, wirklich Kunde Lastrada. Vielleicht erinnern sich manche an das Video, das wir mal gemacht haben, jetzt vor ein paar Wochen. Ich habe das jetzt ein bisschen einfließen lassen und der Mann hat noch nie vorher sich mit der Idee beschäftigt und wurde aber in den Bann von YouTube gezogen und ich brauche auch eine Vertrauensperson, der mich sehr gut kennt, offen und transparenter geht es nicht. Ich bin euch gegenüber wirklich transparent, aber klar, man hat noch seine Privatsphäre und das ist so eine Geschichte, jeder braucht ihn im Leben und das ist bei mir der Thomas und warum denn das nicht versuchen, mal hier den Mut zu zeigen und rum zu experimentieren. So ging es doch bei mir auch los. Jeder fängt mal klein an, also bitte um Verständnis. Ich brauche vor allem ein Backup. Die Arbeit nimmt nicht überhand, sie ist noch zu bewerkstelligen, aber auch ich bin nur ein Mensch und es ist unglaublich viel Arbeit und jetzt platzt ein weiterer Knoten hier auf der CMT und ich sag euch auch, warum ich jetzt die Kamera nehme und sehr intim werde, damit ihr wisst, wie es weitergeht und wie das Konstrukt sich verhält. Alles aus Leidenschaft geboren
Und dann wurde es immer mehr. Und klar ist das kein riesen YouTube-Kanal, aber in der Campingbranche habe ich das Gefühl, dass das, ich bin so als Messeberichterstatter durch, für ein bisschen Spaß. Und manchmal habe ich auch freche Lippe. Und aber einfach dieses direkt Gefühle und Emotionen transportieren, das ist mir wichtig. Bei mir geht es hier nicht direkt um Zahlen und Fakten. Geschmack machen, den Menschen vor allem das Leben erleichtern. Nicht nur dem Zuschauer, wenn er ein Auto kauft, sondern vor allem auch dem Händler, dass der Markt transparenter wird, dass er nicht mehr so tickt wie die letzten Jahre. Man wusste es nicht besser. Aber jetzt bringt man hier Informationen rein. Die Händler profitieren von der Aufgeklärtheit der Zuschauer, wenn sie sich was kaufen. Es kann einem eigentlich kein Blödsinn mehr erzählt werden, weil alles ist zu googeln und zu YouTuben im weitesten Sinne. Man kann alle Informationen abziehen. Das mache ich doch auch heutzutage, wenn ich mir einen Küchenmixer kaufe. Also zumindest habe ich mit den Menschen zu tun. Ich kenne keinerlei Ausnahmen. Das zieht sich jetzt durch alle Generationen. Und das ist doch super für uns alle, dass wir das alle und jeder auf seine Art nutzen kann. Und bei mir hat sich halt in diese Richtung, da seid ihr auch ihr schuld, herauskristallisiert, dass ich halt gern einfach hinter der Kamera meinen Spaß habe. Es geht mir um die Kommunikation mit den Menschen, um das Lebensgefühl, um das, dass man auch als salonfähig gelten kann, wenn man mit Wohnmobil rumdüst und wirklich seit 6 Jahren drin lebt und das Ganze jetzt eine Art ganzjähriger Aktivurlaub für mich ist. Und ich bin jetzt über 50, das ist kein Grund zur Jammerei, aber ich habe so einige gesundheitliche Problemchen und arbeite jetzt, seit ich bei Steiner in Sulzimus angefangen habe, seit über 5 Jahren nonstop durch. Es war nichts mit Urlaub. Wenn ich Stellplätze besuche, dann ist es Arbeit gewesen. Und klar nimmt man sich immer ein paar Tage Auszeit, aber das ist einfach überhaupt nicht erwähnenswert von dem, dass du da jeden Tag einfach schaust, dass du das Beste rausholst und dass du die Zuschauer zufrieden machst. Das ist übrigens ein schönes Bild hier. Das ist die nächste Etage zu den Ausstellern. Da oben muss ich dann auch entsorgen fahren. Wir haben leider hier noch nichts, aber es ist nicht so schlimm. Der Camper kann mit vielen leben. Das ist eigentlich eine ganz tolerante Rasse, in Anführungszeichen, die super cool ist, die sich ergänzt. Und was mich aber genervt hat und warum der Kanal in diese Richtung geht und auch weiter betrieben wird, ist Leidenschaft. Ich will so ein bisschen versuchen, und da gebt ihr dem Kanal die Stimme, Transparenz zu schaffen in der Form, dass es auch leichter geht. Man muss nicht mehr die Wege fahren, um Autos anzuschauen. Man kann eine Vorselektion treffen. Man hat halt einfach einen Anschluss. Und die Vielzahl der Zuschauer bestätigt es. Also ich habe so viele Zuschauer auf dem Kanal wie die Messebesucher. Und ich will aber da jetzt mit Zahlen rumwerfen. Aber es ist imposant. Und wenn du dir überlegst, dass jeden Tag 30.000 bis 60.000 Menschen zuhören, dann ist das für mich einfach unvorstellbar. Ich würde nervös werden, wenn hier 10 vor mir stehen. Das ist was anderes. So kann ich meinen Gefühlen freien Lauf lassen. Das hört sich doof an, aber es ist so. Und von dem her, das bin ich. Und am meisten freut es mich, wenn die Menschen mir das erste Mal begegnen und sagen, ja, Camper Tobi, du bist ja wirklich so. Wir wollten nur mal sehen. Oder so ein Kompliment wie herrlich unperfekt. Und mehr soll es auch nicht sein. Natürlich versuche ich aus dem Bild das Möglichste rauszuholen, aber man schaltet ja in jede Situation direkt rein. Du gehst auf Power on, auch wie jetzt. Und ich hoffe bei meiner wichtigsten Sendung, für mich vom Herzen die wichtigste Sendung, dass ich das Gefühl ein bisschen transportieren kann. Und für die Neuen ist das oft sehr verrückt und gewöhnungsbedürftig und schwer zu verstehen. Was ist denn das für einer? Filmen kann er ja auch nicht. Aber ich mache hier auf meinem Kanal das, was ich will. Und ich merke, dass eine Branche reagiert auf uns alle. Und jetzt die Türen offen stehen, um das auch zu implementieren bei den Herstellern, bei den Händlern. Und deswegen gibt es jetzt die Camper Tobi AG. Da hatte ich Glück. Ich habe einen passionierten Camper Tobi Zuschauer kennengelernt. Der hat mich verständigt vor knapp einem Jahr. Und dann haben wir gesagt, da packt man was. Ihr möchtet mich unterstützen, dass ich das vorantreibe. Ein kleines Start-up gegründet. Deswegen auch der Umzug in die Schweiz. Das ist halt nicht steuerlich, um Gottes Willen. Das ist eine kleine Nummer. Aber es ist eine Starthilfe gewesen, die ich jetzt aus meiner Tasche nicht hätte liefern können. Du gehst hier in die Vorleistung mit Kohle. Ich fahre jetzt seit 3 Monaten rum, nur aus dem einen Grund. Mir aus den vielen Bekanntschaften meiner letzten fast 30 Jahre Erfahrung am Rande der oder voll in der Caravan-Branche, vom Verkäufer über den Bespaßer mit Segway oder sonst was, habe ich immer geguckt, dass ich überleben kann mit Familie und allem Pipapo. Da ist viel auf der Strecke geblieben und vor 3,5 Jahren habe ich gesagt, jetzt mach ich das, was ich will. Und da ist der Camper Tobi entstanden. Ein Bindeglied, ein Kuschler mit allen Seiten, nur um etwas zu verbessern. Stellplätze, Verband, Hersteller, Händler und vor allem die Camper. Verständnis,
für beide Seiten zu haben, für die Situation so wie sie ist. Total überspitzter Markt, das sage ich auch so, das wird auch noch ein bisschen anhalten, das weiß jeder. Auch das wird eine Rekordmesse. Wir haben Stellplatzprobleme in vielen Regionen, nicht überall. Also irgendwo müssen wir uns alle darum kümmern. Wir wollen ja nicht den Spaß an dem ganzen Hobby verlieren. Das ist ja blödsinnig. Würden wir auch nicht, glaube ich. Das ist so unsere letzte Bastion Freiheit. Egal, ob wir um die Ecke zur Therme fahren oder auf der CMT einen Besuch machen. Und ich habe so viele geile Leute kennengelernt. Und ich will auch nur die geilen Leute haben als Zuschauer, die den Sinn und Zweck der Übung verstehen. Und ich hätte nicht gedacht, und da bedanke ich mich bei den vielen Kontakten, viele habe ich euch schon vorgestellt, das ist so eine Crew, wo man so einen kleinen, wie versteht man es am leichtesten, Handelsverband aufmachen kann mit offenen Menschen, die zu ihren Unternehmen stehen, denen sie Service gewährleisten. Es ist was anderes, wenn du einmal in einem Video aufgetaucht bist, dann musst du dann auch anders parat stehen. Du bist damit ein bisschen gläserner geworden, ob das einem gefällt oder nicht. Aber ich finde es gut, dass man Unternehmen findet, die dann in die gleiche Richtung ticken, in dem Wechsel zwischen analog und digital. Das ist halt eine Riesengeschichte, hallo alle. Und das ist in der Branche angekommen, insofern, das bereitet ja der ganzen Wirtschaft so die Schwierigkeiten. Unternehmen werden übergeben, die Jungen und die Alten, und die einen denken digital, die anderen nur analog. Man kann auch das alles miteinander hinkriegen. Ich habe es ja auch geschafft. Also wir kommen daran nicht vorbei. Informationen, wie sie hier über YouTube laufen, auch mit einer gewissen gewollten Oberflächlichkeit zu behandeln. Ich sehe mich als Schaufenster. Ich finde es einfach schade, wenn man so viel Geld ausgibt. Ich liebe Messen, das wisst ihr. Aber diese Messen aufrechtzuerhalten, nach außen zu transportieren, zu verewigen, nachhaltig darzustellen, und da gibt es das Medium YouTube, und es ist doch perfekt, wenn ich in ein paar Jahren schauen kann, wie hat der Stellplatz damals ausgesehen, wie haben die Autos damals ausgesehen. Das bringt schon was beim Wiederverkauf. Da gibt es 1000 Beispiele. Diese Sache hat keinen Haken. Und es sind dann bald 35 Partner in Deutschland, die werden auf der Homepage angeschlossen. Da gibt es Vertragslaufzeiten und die haben mich abonniert. Und ich fahre jeden Monat meine Deutschlandrunde, die plane ich mir. Hallihallo, servus. Und dann besuche ich die Partner und halte euch am Laufenden, wie laufen die Geschäfte, was hat er für Marken, was hat er für Neuigkeiten, stell Autos vor. Und so wird die ganze Geschichte einfach rund. Jetzt kommt der Camper Thomas von hinten. Camper Thomas! Ich wollte nur fragen, ob ich sein Auto filmen darf. Er parkt nämlich hier mit einem Auto, um den gehe ich jetzt extra nochmal rum. Ich weiß, dass er nichts dagegen hat. Die sind auch weit weg von mir. Ich habe gesagt, ich mache diese Sendung alleine. Ein schöner Avanti C von 2017. Im Top-Zustand, so stellt man sich das vor. Wie jeder sein Auto lebt und gestaltet, das ist ja mal alles nebensächlich. Da muss man auch eine gewisse Toleranz mit sich bringen. Und wenn die im Leben passt und man die richtigen Kontakte hat, und nicht nur Kontakte, weil man sie ausnutzt, sondern weil es eine Win-Win-Situation auf beiden Seiten ist, das gemeinsame Denken und seriös zu sein dabei, dann ist uns allen netto am Schluss geholfen. Und das schwebt mir einfach vor. Eine runde Sache daraus zu machen und diese Campingbranche ein bisschen mit in die Neuzeit zu führen. Weil ich mag das nicht, diese Servicewüste und diese Geschichte. Das sind alles die Punkte, warum sich das so entwickelt hat, wie sich es entwickelt hat. Und da werde ich ja kämpfen, aber Camper Thomas ist mir ein Backup und ich hoffe auch, dass er mir das bleiben darf, wenn ihr da zustimmt. Das ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich bin ein Lonesome Rider. Und selbst wenn es nur verwaltungstechnisch oder bildtechnisch oder sonst was ist, man muss das üben, lernen. Ich habe auch oft eine aufs Dach bekommen, habe aber eine Zuschauerzufriedenheit von 93,4%, und auf die bin ich sehr stolz. Ich weiß, dass es den Kollegen ähnlich geht. Wir wollen euch einfach alle was zeigen. Und da bin ich irrsinnig dankbar. Das kannst du nicht mit Geld gut machen, aber ich muss mich bewegen können. Und letztendlich wirst du zum Teil ein Kummerkasten. Da kriegst du Mails von, ich habe gerade den Fehlercode Roma, bin in Spanien, kannst du mir helfen, bis, ihr habt gar keine Ahnung, was da anliegt. Gestern war es 4:30, bis alle Mails abgearbeitet waren. Das ist gesundheitlich auch wegzustecken, die Geschichte. Ich bin angeschlagen, aber ihr braucht euch keine Sorgen machen, so akut ist es nicht. Ja, es ist ein bisschen akut, aber ich muss halt was machen. Und das kann ich nicht einfach unterbrechen, das was läuft. Gegenüber den Partnern nicht, aber vor allem gegenüber den Zuschauern nicht. Jetzt ist es so weit aufgegangen, der Knoten, dass es in Bewegung gekommen ist. Das ganze Rad oder die Idee, die dahinter steckt, das hat mit Kommerz nichts zu tun, aber es muss von irgendjemandem bezahlt werden.
Und deswegen ist es so. Und da geht es mehr um das gleichgesinnte Publikum und um die Leute, die das einfach ein bisschen honorieren. Und das honoriert ihr mit jedem Like, mit jedem Mail, was ich hier Sachen bekommen habe, die so fantastisch sind, dass man sie gar nicht erzählen kann, weil ihr denkt alle, das ist total verrückt, was für Feedback. Ob jemand aus Thailand schreibt oder andere Geschichten hier rüberbringt, erzählt jeden Tag so viel Input. Also seid euch sicher, dass das, ja, wie beschreibt man das am besten, dass das im besten Gewissen geschieht. Weil ich habe eins gelernt, bevor ich das vor fast dreieinhalb Jahren angefangen habe, durch einen persönlichen Schicksalsschlag, das ist so, ja, man hat im Leben sowas, jedem wird das passieren, aber ich habe gesagt, jetzt will ich umdenken. Nee, irgendwas musst du noch anders machen in deinem Leben, das kann es nicht gewesen sein. 30 Jahre in einem Rad gefangen, das Beste probiert, Schulden gehabt, bezahlt, wie es uns halt allen geht, und dann loslassen und dann kommt sowas dabei raus. Das, glaube ich, passiert nur, wenn man nicht immer sich nur verrückt macht, sondern mal das Positive sieht. Und ich glaube, das ist durch und es dauert lang, sowas zu bekommen, dass man dann das Feedback und das Verständnis dafür hat. Und ich mache gern Schalk und Jux und Dollerei, aber es muss manchmal ernst sein und dann muss man seine Meinung sagen können und gerade stehen für das, was man tut. Und Entscheidungen werden getroffen von 3 Leuten, 2 stehen in unmittelbarer Entfernung. Mein lieber Camper Jörg und der Camper Thomas, die hören mich aber eigentlich wirklich nur beiläufig, weil die schmauchen gerade eine. Und das mache ich jetzt dann auch, bevor mir die Pfoten einfrieren. Und lade euch dieses Video hoch und sagt ein herzliches Vergeltsgott für 13.000 Abonnenten. Ich wiederhole mich nochmal, für am Wochenende das 1.000. Video. Und das muss ich natürlich nutzen, während so viele Menschen zuschauen. Und das ist einfach alles nur geil. Man kann es nicht wiedergeben. Jörg kommt gerade zu Besuch. Aber das alles zu erzählen, was ihr hier mit uns, mit mir veranstaltet oder wir miteinander veranstalten, da sagt der Bayer, das geht auf keine Kuhhaut. Das musst du emotional verkraften können, aber dafür ist es da, dafür habe ich das Reden mit euch jetzt mittlerweile ganz gut drauf. Und von dem her, wir sehen uns wieder. Und zwar morgen, da gibt es wieder flotte 8 Sendungen. Logisch, wir halten euch bis Sonntagabend bei Laune. Am Sonntag feiern wir dann in einem Phoenix, den ihr euch nochmal gewünscht habt, mit meinem Sonnyboy Ralf Reiniger. Schöne Grüße an ihn, er ist ein cooler Typ und das, so wie er schaut, meint er das auch. Der hat die gleiche Einstellung und ich bin froh, dass das alles so rüberkommt. Und ihr könnt sicher sein, ich suche mir die Guten. Das hört sich zwar fast schon überheblich an, aber ich habe die Schnauze voll von Firmen, wo nicht eine gewisse Harmonie einkehrt. Die können im Betrieb noch so verliebt sein, das ist mir wurscht, das muss mit dem Kunden klappen, weil davon sind die Arbeitsplätze gesichert und man kann das einfach wunderschön darstellen. Übrigens ein sehr schönes Auto, wo ich den in freier Wildbahn schon mal vor der Linse habe. Das war unbeabsichtigt und wer mich kennt, der weiß es. Liebe neue Zuschauer, bleibt uns erhalten. Es ist eine riesen Bande geworden, sage ich immer, und das bestätigt das Ganze, wenn man sich auf der Messe trifft, dass da was zusammenwächst, was zusammengehört. Ohne irgendwie zwischen Liner und Zeltdach oder Vanlifer und teilintegrierten Fahrer zu unterscheiden. Wir leben hier, glaube ich, alle was Gemeinsames. Und da können wir vielen Menschen zeigen in der Gruppe, dass es miteinander einfach besser geht. Das lebe ich jeden Tag draußen. Mit wildfremden Leuten im ersten Moment, wo du dann wirklich sagen kannst, Mensch, nach einer Stunde Gespräch, nach 5 Minuten, nach 2 Minuten, wir drehen doch am gleichen Rad, wir denken doch gleich. Verrückt ein bisschen, da gibt es die Exoten, ich zähle mich auch dazu und das bin ich mittlerweile gern, da stehe ich dazu. Und dann ist doch das eine mega coole Zeit. Ich werde euch weiterhin von allen Messen berichten, Veranstaltungen, Abenteuer, Allrad. Als nächstes hoffe ich Hannover, dass ich das schaffe. Ich werde nicht immer alles schaffen, es wird immer ein bisschen unrhythmisch sein. Aber es wird mehr und mehr werden und mein Ziel ist auch, alle 2020er Modelle abzufilmen, dass das alles heuer im Netz steht. Da ist noch ein Haufen Arbeit vor uns, aber ich werde jetzt einiges wieder rumkommen. Drückt mir die Daumen, dass das alles so klappt. Das wäre mir das Allerliebste. Und jetzt kommt mein Gimbal wieder rein und ist das die ganze Zeit schon da. Ist aber auch nicht schlimm. Das gehört so herrlich unperfekt. Und von dem her, Standbild am Schluss noch. Bodenaufnahme gibt's nicht mehr, die hat man schon. Dann gehe ich nochmal hoch auf diese Beleuchtung und filme nochmal auf unserem Parkplatz, der so ein Stück Heimat geworden ist, wie auch der B1 in Düsseldorf. Und da wachen wir jeden Morgen auf
Ich bedauere jetzt schon wieder, dass es in 4 Tagen vorbei ist, weil man kommt in so einen Rausch dank euch. Das ist unbeschreiblich. Also, das ist... danke. So, jetzt muss ich mal kurz durchatmen. Aber das sind so die Sachen, die muss ich ab und zu raushauen. Das hat nichts mit Show oder Spekulieren oder mit irgendwelchen Gerüchten. Oder ich will immer einen sauberen Arbeitsplatz haben. Und auch saubere Beziehungen zu meinen Zuschauern. Ich brauche nichts verstecken. Ich habe vielleicht so ein bisschen einen Rechtfertigungskomplex, vielleicht kommt das irgendwo her. Ich sage zu oft Danke, das ist mir von allen Seiten zugetragen worden, aber so bin ich halt. Und mittlerweile fühle ich mich in meiner Haut recht wohl, dank euch. Und das ist eben genau das, was die Menschen dann zueinander führt. Am Schluss bestätigt sich das jeden Tag hier. So, genug gemacht, Werbung gemacht für die Baden-Württembergische Landesbank. Und es ist ja eine Werbesendung, also von dem her. Es freut mich, wenn ihr so ein bisschen eintauchen könnt in die Geschichte. Ich wünsche allen, die da drinstehen, ob Besucher oder Aussteller, Hersteller, eine erfolgreiche Messe, dass alle gesund bleiben. Und am Schluss trennt irgendjemand die Spreu vom Weizen. Und von dem her passt es auch. Also, gesund bleiben, weitercampen, sagt der Camper Tobi. Und gerade in diesem besonderen Fall würde ich mich unglaublich freuen, wenn ihr ein Like da lasst und vielleicht ein Abo. Aber das gehört bei uns dazu, so ist es halt. Also macht es gut miteinander, kommentiert es mir gerne. Ich hoffe, es war nicht zu wirr, aber ich habe jetzt einfach losgeschossen, weil es mir wichtig ist. Aber wenn ihr mich wirklich gern seht, dann freut es mich, wenn ihr mir auch die Chance gebt auf Entwicklung und auch den Thomas ein bisschen mit reinkommen lasst, weil ich muss ein paar Reparaturarbeiten machen lassen in den kommenden Monaten, aber das wird alles gut gehen und werde vielleicht zeitweise mal ein paar Tage nicht auftauchen und dann ist aber einer der Ansprechpartner, es wird alles betreut und deswegen ist es mir auch wichtig, dass das hier ein Kreis ist, auf den man sich verlassen kann, weil es ist ein 3,5 Jahre altes Camper-Tobi-Baby. Also in diesem Sinne, ich fange jetzt nicht an, die Leute noch einzeln zu grüßen. Fühlt euch alle angesprochen, sonst wird es hier stundenlang vom Lutz über, ja wie gesagt, Thomas, Jörg, Flocke, Kerstin, oh, tausende von Namen, die jetzt wirklich durch den Kopf schießen, Andi Schlitter, das sind so viele nette Bekanntschaften entstanden, dass ich gar nicht fertig werde, die zu erwähnen. Also fühlt euch alle gegrüßt, Rosa Mobilista aus Salzburg, fällt mir spontan ein. Das geht von Bobby on Tour bis Sascha, wir sind Camper. Und Alan Heath grüße ich ganz herzlich, weil er gerade von hinten kommt. Andrew Ditton nach England. Es wird wirklich in so vielen Ländern geguckt, obwohl sie mich nicht verstehen. Und auch Dauerzuschauer gibt es dann Abonnenten. Also sorry für die, die ich jetzt nicht namentlich erwähnen kann. Aber für mich ist das ein echtes Jubiläum und das wichtigste Video, das ich jemals rausgehauen habe. Also mit dieser Werbung für Liontron und der Baden-Württembergischen Landesbank gebe ich ab ins Bett. Also 2 Stunden Arbeit noch und heute geht's mindestens 6 Stunden schlafen, so hoffe ich. Haut rein, jetzt ist Schluss. Ciao. Und vielen Dank.